In dem Video lernen wir eine Besonderheit von Multisim kennen, die deutlich tiefer in dieses Programm einsteigt, als wir es bisher gemacht haben. Und zwar soll es darum gehen, eine Kennlinie dieses Feuchtigkeitssensors zu simulieren. Genauer gesagt geht es um die Kennlinie Spannung des Sensors gegenüber relativer Feuchtigkeit. Also man nimmt diesen Sensor, stopft ihn in den Boden und sagt, ja, dieser Boden hat eine gewisse Feuchtigkeit. Und je nachdem, wie feucht dieser Boden ist, gibt dieser Sensor eine Spannung aus. Dieser Sensor fungiert quasi als Spannungsquelle. Man sieht auch, dieser Sensor hat zwei Anschlüsse, das ist der hier und der hier. Und zwischen diesen Anschlüssen entsteht eben je nach Feuchtigkeit jetzt eine Spannung. Wir haben sowas Ähnliches bisher schon mal gemacht. Also Kennlinien aufzeichnen in Multisim ist für uns nichts Neues. Wir haben das schon mal in Abhängigkeit von anderen Größen gemacht. Wir haben zum Beispiel schon mal eine Spannungsquelle genommen und haben gesagt, ja, die Spannung dieser Quelle hier möchte ich jetzt variieren und möchte mir, was weiß ich, einen Strom durch einen Widerstand oder sowas angucken. Das kennen wir. Der fundamentale Unterschied ist jetzt, dass wir hier nicht an einer elektrotechnischen Größe drehen wollen. Also wir wollen nicht hier eine Spannung verändern, sondern eine Größe, die mit Elektrotechnik überhaupt nichts zu tun hat, nämlich relative Feuchtigkeit. Und relative Feuchtigkeit, ja, ist irgend so eine Größe, mit der kann Multisim erstmal nichts anfangen. Multisim ist erstmal ein Elektrotechnik-Simulator und der kennt elektrotechnische Größen, aber sicher nicht sowas wie Feuchtigkeit. Er kennt tatsächlich sowas wie Temperatur, auch das haben wir schon mal gemacht, also die Temperatur verändern und uns dann irgendwie zum Beispiel den Widerstandswert von einem NTC anzeigen. Aber mit der relativen Feuchtigkeit ist das ein bisschen komplizierter. Wir brauchen jetzt etwas, was sich Schaltungsparameter nennt. Ein Schaltungsparameter ist eine Art Variable, die ich für die gesamte Schaltung festlege. Ich glaube, wenn man gesehen hat, wie es funktioniert, ist es relativ leicht verständlich. Wenn man abstrakt das Konzept erklärt bekommt, ist es kompliziert. Deswegen mache ich es jetzt erstmal praktisch vor. Und zwar im ersten Schritt müssen wir ja hier auf Ansicht gehen. Und hier unten gibt es einen Eintrag Schaltungsparameter. Den müssen wir einmal anhaken und dann sehen wir, hier unten geht so ein kleines Fensterchen auf. In diesem Fensterchen steht jetzt schon was drin. Hier steht FREL drin. Ich schreibe das nochmal neu hin. Also FREL schreibe ich hier manuell rein. Warum FREL? Das soll heißen Feuchtigkeit relativ. Ist aber irgendein Name. Ich kann hier auch sonst was hinschreiben. Ich kann hier auch Klaus hinschreiben. Das ist im Grunde genommen völlig egal. Das hier ist ein Variablennamen, den ich festlege. Und mit diesem Variablennamen kann ich jetzt Dinge tun. Ich kann zum Beispiel hingehen und eine Spannungsquelle nehmen und sagen, die Spannungsquelle hat den Spannungswert FREL. Könnte ich tun. Ergibt vielleicht jetzt keinen gesteigerten Sinn, aber wenn ich dann hier unten einen Wert eintippe, dann wird das hier oben eingetragen. Das kann zum Beispiel mal hilfreich sein, wenn ich irgendwie 6, 7 Quellen in der Schaltung habe und die sollen alle die gleiche Spannung haben, dass ich dann hier einmal diese Spannung festlege und dann jeweils hier eine Variable eintrage. Das ist dann so ein bisschen wie in Excel oder in jeder anderen Programmiersprache auch. Dann wird nämlich alles automatisch geändert. Das wollen wir jetzt aber auch nicht machen, sondern wir wollen jetzt diesen Ausdruck hier unten dazu benutzen, diesem Sensor zu sagen, welche Feuchtigkeit wir dann jetzt haben wollen. Dazu muss man jetzt eine Besonderheit machen und jetzt wird es wirklich speziell. Also so speziell, dass man das hier nicht behalten muss, nur einmal gesehen und einmal nachmachen. Denn wir müssen jetzt wirklich in den Sensor rein, in das Sensormodell rein. Wenn wir hier mal draufklicken, stellen wir fest, dass es hier nicht so wie bei einer Spannungsquelle unmittelbar eine Möglichkeit gibt, irgendwas einzustellen, sowas wie Spannung einzustellen oder so. Das geht nicht, also da sehen wir nichts. Stattdessen müssen wir jetzt hier, wie gesagt, in eher so Tiefen des Programms oder eher in die Tiefen der Simulationswelt einsteigen. Und zwar klicken wir hier einmal auf Wert und sehen, dass es hier eine Schaltfläche gibt, die da heißt Modell bearbeiten. Da müssen wir rein. So, das, was hier steht, müssen wir überhaupt nicht verstehen. Das interessiert uns auch nicht. Nur das hier unten ist relevant. Und zwar steht hier Folgendes. Hier steht der Feuchtigkeitssensor hat ein Exemplarparameter, das ist so eine Art Variable oder eben auch Parameter, wenn man an Programmierung denkt. Ihr könnt euch zum Beispiel vorstellen, also vielleicht hilft euch das für Leute, die informatikaffin sind, dieser Feuchtigkeitssensor hier ist quasi eine Methode in C und diese Methode erwartet jetzt irgendwelche Parameter, die ich ihr übergebe. Zum Beispiel erwartet die den Parameter HUM, was so viel wie Humidity heißt, also Feuchtigkeit im Englischen.
Und diesen Parameter dieser Methode setze ich jetzt auf FREL. Das heißt so viel wie, wenn ich hier später einen Wert einsetze, wird dieser Wert hier oben für das Modell eingesetzt und das Modell weiß, okay, ich habe hier jetzt gerade die relative Feuchtigkeit, was weiß ich, 10, 20, 30. Das war es auch schon. Mehr müssen wir hier an der Stelle nicht machen. Soweit, so gut. Also, der Feuchtigkeitssensor kriegt jetzt diesen Wert FREL, der jetzt momentan auf 0 steht. Jetzt wollen wir damit aber eine Kennlinie aufzeichnen. Dazu müssen wir erstmal klar machen, was wir haben wollen. Wie gesagt, wir wollen uns eine Spannung anzeigen lassen. Und wenn man sich eine Spannung in der Schaltung anzeigen lassen will, ist es immer schlecht, offene Klemmen irgendwo zu haben. Also sowas hier führt üblicherweise zu unsinnigen Ergebnissen und ist nicht das, was wir haben wollen. Stattdessen machen wir jetzt Folgendes. Wir tun jetzt so, als würden wir diesen Feuchtigkeitssensor an den Raspberry Pi anschließen und sagen einfach mal, der Eingang des Raspberry Pis verhält sich der Einfachheit halber wie ein Widerstand. Und dazu fügen wir jetzt einfach mal einen Widerstand zwischen den beiden Klemmen ein. Ob das jetzt ein Kilo Ohm ist oder 10 Kilo Ohm oder 20 Kilo Ohm, ist jetzt erstmal für die Betrachtung egal. Wir wollen hier auf jeden Fall erstmal den Stromkreis schließen, sonst kommt Blödsinn raus. Also haben wir hier einen Widerstand, über dem wollen wir jetzt die Spannung messen. Das hier ist jetzt quasi die Spannung, die der Feuchtigkeitssensor liefert. Was man auch noch immer machen muss in jeder Schaltung, wenn man sich hier das anguckt, sollte einem das auffallen mittlerweile. Jede Schaltung in Multisim oder in jedem Schaltungssimulator braucht irgendwie eine Masse, ein Bezugspotenzial oder zu Englisch Ground. Das Ground findet ihr hier unter Power Sources wie gehabt und auch das Ground muss hier rein und wird unten an den negativen Ausgang des Feuchtigkeitssensors angeschlossen. Ihr müsst euch jetzt das so überlegen, also ihr müsst euch das so vorstellen, dieses Ding hier ist der Eingang des Raspberry Pis, der GPIO-Pin, und dieser hier wird verbunden mit einem Ground-Pin vom Raspberry Pi. So, jetzt sind wir immer noch nicht beim Simulieren. Jetzt müssen wir nämlich noch sagen, welche Größe wir eigentlich simulieren wollen, beziehungsweise was wir uns anzeigen lassen wollen. Und da erinnert ihr euch bestimmt, dass man hier Tastköpfe brauchte. Wir wollen uns diese Spannung an dem Punkt gegen Masse anzeigen lassen. Das heißt, wir brauchen hier einen Spannungstastkopf. Damit ist zumindest der Schaltungsteil jetzt erstmal fertig. Und jetzt kommt diese Geschichte hier zum Tragen. Denn wir müssen jetzt einen bestimmten Simulationsmodus auswählen, und zwar den sogenannten Parameter-Sweep. Wenn wir hier mal in die Simulationen und Analysen reingucken, dann haben wir hier schon mal ein paar von benutzt. Wir haben schon mal die interaktive Simulation benutzt, wir haben, glaube ich, schon mal das Zeitverhalten benutzt, wir haben den Arbeitspunkt häufiger mal benutzt. Den Parameter-Sweep haben wir noch nicht, den machen wir jetzt. Den Temperatur-Sweep hatten wir allerdings auch schon mal. Also wir sehen, so immer mehr Dinge lernen wir hier. Temperatur-Sweep hatten wir im Kontext dieses NTCs. Also man konnte die Temperatur verändern und sich beispielsweise einen Widerstandswert anzeigen lassen. Jetzt nehmen wir einen allgemeinen Parameter-Sweep. Das heißt, wir ändern irgendeinen Parameter, das heißt irgendeine Zahl in der Schaltung, irgendeine Variable in der Schaltung und gucken uns dann die Spannung auf diesem Tastkopf an. Und jetzt können wir hier auswählen, was denn der Parameter sein soll, welcher Parameter denn geändert werden soll. Und hier gibt es verschiedene Kategorien. Einmal können wir in Bauelementen direkt Parameter ändern, das wollen wir jetzt nicht. Wir können Modellparameter ändern, was auch immer das dann ist. Hier geht es uns um die Schaltungsparameter. Wenn wir hier Schaltungsparameter auswählen, dann finden wir genau alle Parameter, die wir hier unten festgelegt haben. Unter anderem, oder jetzt momentan ausschließlich festgelegt, ist hier das FREL. Das hat momentan den Wert 0, weil hier eine 0 steht. Und dieses FREL als relative Feuchtigkeit wollen wir jetzt variieren. Nämlich, wir wollen bei 0 starten und wir wollen bei 100 aufhören. Also zwischen 0 und 100%. 0 ist sowas wie staubtrockener Wüstenboden, 100 ist sowas wie Pfütze oder Teich. Jetzt können wir noch festlegen, wie viele Punkte, also wie viele Zwischenpositionen soll der quasi berechnen. Also sagen wir mal, der soll insgesamt, ich sage jetzt hier einfach mal 51 Stück berechnen, das heißt, der soll in Zweierschritten laufen. Also den ersten, den er jetzt berechnet, ist 0% Feuchtigkeit, dann 2%, 4%, 6%, 8% und so weiter. Und damit kriegen wir 51 Punkte. So, und jetzt haben wir Multisim beigebracht, wie er relative Feuchtigkeit in diesem Sensor modifizieren kann, beziehungsweise durchsweepen kann. Und wenn wir jetzt auf Start drücken, haben wir schon unsere Kennlinie fertig. Und wie wir sehen, kriegen wir tatsächlich eine Kennlinie raus.
Und ich mache es mal groß. Die können wir jetzt interpretieren. Das können wir aber auch später machen. Aber wir sehen erstmal, wenn ich staubtrockenen Boden habe, dann habe ich auch keine Spannung. Ne? Hier Ausgangsspannung, hier Feuchtigkeit. Wenn ich hingegen 100% Feuchtigkeit habe, will sagen Pfütze, dann habe ich hier einen deutlich höheren Wert. Ich mache mal ein Gitter an, dann kann man es mal grob ablesen. Dann spuckt mir der Sensor ungefähr, das sind jetzt hier 3, ne, es sind sogar 4 glatt, ungefähr 4 Volt aus. Können wir auch mit Markern wieder machen, also wir können den Marker hinschieben. Wir sehen, bei 100% Feuchtigkeit kriegen wir 4 Volt raus. Bei 0% Feuchtigkeit kriegen wir 0 Volt raus. Ja, und irgendwie geht es dann so langsam hoch. Das war's auch schon. Wir haben jetzt gerade gelernt, wie wir quasi einen allgemeinen Parameter in der Schaltung verändern können. Also wir könnten jetzt auch ganz andere Parameter ändern, was weiß ich, Widerstandswerte, wir könnten Spannungen ändern, wir könnten Ströme ändern oder.